Als die Landtagswahlen stattfanden und Roland Koch die Unterschriftenaktion begann, Ja zur Integration, Nein zu doppelter Staatsbürgerschaft. Das hat Sie ja besonders bewegt und Sie haben sich auch engagiert. Ja, Roland Koch hat ja diesbezüglich gesagt, ja zur Integration, nein zur doppelten Staatsbürgerschaft, und das hat uns sehr verletzt, weil wirklich in ganz Hessen Leute, die rassistisch waren und das ausgenutzt haben und ihre ja, Kotze rausgelassen haben gegenüber uns. Und bis dahin hatte ich immer gesagt, wir sind, war jetzt, gehören jetzt in Sinne nicht immer alle in allen Bereichen dazu, aber ich habe immer gesagt, Deutschland ist eine Rechtsstaat, wo keine einen Nachteil hat. Ist immer noch verglichen mit der Welt. Also muss man auch gestehen. Aber ich hätte gesagt, in Deutschland leben nur viele gerechte Menschen, die nicht zulassen würden, dass so eine Sache passiert. Aber als das dann ich selbst erlebt habe, in vielen Ständen und Diskussionen und in der Presse, da war ich da sehr enttäuscht. Und da haben wir in unserem Ausländerbeirat, da der Roland Koch auch ein Integrationskonzept versprochen hat in einer Landtagssitzung, dass er das ernst nimmt, dieses Thema, er will nur keine doppelte Staatsbürgerschaft, will jetzt Integration und dazu will er auch ein Konzept vorlegen. Aber ein Jahr ist gegangen und nachdem er gewählt wurde mit diesem Argument, kam kein Konzept. Und wir haben uns als Mitglieder der Ausländerbeirat der Stadt Rottgau uns gesagt, ja, wenn von denen nichts kommt, wir machen ein Konzept, was für uns Integration ist. Sowieso besser, als wenn irgendwelche Bürokraten da sitzen und ein Konzept machen, die vielleicht überhaupt keinen Bezug haben zur Realität. Wir sind ja hier viele Nationalitäten aus vielen Berufen im Ausländerbeirat, damals 15 Leute. Ingenieure, Erzieher, Arbeiter, waren aus allen Bildungsschichten dabei, Leute gewählt von Volk und natürlich auch von vielen anderen Religionen und Nationalitäten. Haben wir gesagt, wenn wir es nicht schaffen, ein Konzept zu machen, wer denn? Und dann haben wir uns gesagt, okay, wir können das nicht so in einer Sitzung, wo abends man 2 Stunden zusammensitzt. Ideen, jeder sollte mal ein bisschen Ideen sammeln, was er sich vorstellt, und wir treffen uns in mehreren Wochenenden und machen diesen Konzept. Und tatsächlich haben wir uns in Wochenenden, Seminaren zurückgezogen in Odenwald und woanders. Wir haben uns sogar übernachtet und haben dann eine tolle Idee ist entstanden, wie wir uns Kindergartenerziehung vorstellen, wie wir uns Schule vorstellen, wie wir uns Zusammenleben in dem Kommunen vorstellen, in der Nachbarschaft, also zu allen Themen, die von Geburt bis zum Tod betrifft, in diesem Konzept eingearbeitet. Also das Konzept war von uns aus fertig, aber wir wollten nicht, den Konzept musste auch mit Leben füllen. Und mit dem Leben zu füllen, muss man die Mehrheitsgesellschaft mit einschließen. Haben wir gesagt, okay, welche Partei hat sich überhaupt mit einem Integration Gedanken beschäftigt. Und die Grünen hatten schon Bundesebene eine Integration Gedanke, Integration Geschichte gehabt. Und die SPD hatte im Kreis ein paar Monate davor eine Diskussion zur Integration gehabt, in unserem Kreis, Kreis Offenbach. Und die CDU hatte noch versprochen und da war nichts. Und da haben wir die angeschrieben, die Fraktionen, die in der Stadtparlament Rottgau vertreten sind. Wie gesagt, der Ausländerbeirat hat ein Integrationskonzept erarbeitet und wir würden gern mit Ihnen, mit Ihrer Fraktion diskutieren und Ihre Meinung da einfließen lassen. Und also zu allen Parteien haben wir diesen Brief und dann haben wir uns, die waren alle offen, auch die CDU war offen. Und wir haben uns in mehreren Samstagen hintereinander mit jedem Fraktion getroffen und haben das Konzept besprochen und die haben alle mit ein paar kleinen Änderungen, also Vorstellungen von ihrerseits, zugestimmt. Und dann haben die vorgeschlagen, dass wir das im Jugendsozialausschuss diskutieren, nachdem also im Hintergrund das vorbereitet wurde. Und dann wurde dieses Konzept in den Jugend- und Sozialausschuss eingebracht. Im Jugendsozialausschuss, nach Diskussionen, wurde beschlossen, den Namen des Jugend- und Sozialausschusses zu verändern zum Jugend-, Sozial- und Integration.
Und seitdem, das erste Konzept in Hessen, sogar würde ich weit gehen und sagen Deutschland. Und das haben wir dann, als der Landesausländerbeirat im Landtag getagt hat, nicht wir tagen nicht immer im Landtag, aber zufällig haben wir an diesem Sitzung, hat den Hessischen Landtag stattgefunden und dann haben wir diesen Konzept vorgestellt. Und darauf ist der Hessische Landesregierung darauf aufmerksam geworden. Als in Dietzenbach das Hessentag war, wurden wir von dem Sozialministerium, Dr. Kindermann hat uns gebeten, im Namen des Ministeriums, weil das versprochene Integrationskonzept, das von Landesregierung nicht da ist, ob wir das als Modell im Rahmen der Integration ED, Dietzenbach ist eine Stadt, viel mit vielen Migranten, vorstellen würden, mit ihm zusammen. Und dann gaben sie uns auch finanzielle Mittel, wo wir dann aus diesem Konzept auch einen Film gemacht haben. Zum Beispiel die Aussage der Fraktionsvorsitzenden CDU, die Aussage der Stadtparlament, der Stadtverordnetenvorsteher und von den anderen Parteien wurde also ein Film und, darstellt. Und das Konzept und der Dr. Kindermann und ich, wir haben das in einem großen Zelt in Dietzenbach als ein Modellprojekt vorgestellt, 2001.